Biofeedback ist eine Methode, die mit technischen Hilfsmitteln Veränderungen von biologischen Vorgängen zeigt, die der unmittelbaren Sinneswahrnehmung nicht zugänglich sind. Hierzu zählen Parameter wie der Puls, die Atmung, die Körpertemperatur und der Blutdruck. Neurofeedback ist eine Unterform des Biofeedbacks. Der Unterschied zwischen Bio- und Neurofeedback? Biofeedback ist eigentlich die übergeordnete Bezeichnung für das, was wir machen. Und zwar, wir messen Bioparameter, also bestimmte Vorgänge, die im Körper vor sich gehen, und spiegeln die auf eine verständliche Weise den Personen wider. Ob als Graph, als Spiel oder als Zahl, das ist erstmal egal. Viele Leute setzen Biofeedback und beispielsweise die Herzratenvariabilität gleich. Das bedeutet, die Herzratenvariabilität, die zieht den Abstand zwischen zwei Herzschlägen heran als Maßstab dafür, wie entspannt eine Person ist und ist damit natürlich eine Form des Biofeedbacks, aber es ist nicht das einzige Biofeedback, das es gibt. Genauso könnte man die Aktivität der Schweißdrüsen messen oder den Hautleitwiderstand, aber genauso ist Neurofeedback eine Unterform des Biofeedbacks. Hier werden eben die Gehirnaktivitäten gemessen und rückgemeldet und eben nicht der Herzschlag oder ein anderer Parameter. Das heißt, wenn man es ganz korrekt verwenden würde, müsste man sagen, all diese Techniken sind Biofeedback. Neurofeedback ist eine Sonderform davon, sicher die aufwendigste und auch die teuerste damit. Aber die anderen Sachen, Herzratenvariabilität, Hautleitwiderstand, sind auch nur Unterformen des Biofeedbacks und sollten vielleicht nicht generell so bezeichnet werden. Biofeedback ist eine nicht-invasive Methode, die keine Nebenwirkungen hat. Es gibt verschiedene technische Hilfsmittel, die unterschiedliche biologische Parameter abgreifen.